Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Peek von Omerta Cities of Gangsters. Ja, der neue Titel von Hemimond Games und Calypso, eine Wirtschaftssimulation rund um ja, Mafia und so ein Zeug. Ich würde sagen, wir starten gleich wieder los und dann geben wir unseren Charakter mal einen Namen. Ne, Ryukat LP möchte ich nicht heißen. Ich schreibe einfach nur mal, komm schon, Ryukat. So, wir nehmen uns den hier. Und bauen uns jetzt einen Charakter. Wir sind in einem kleinen Dorf in Sizilien aufgewachsen. Unser Spitzname als Kind war Lestermaul Champ oder kleiner Gangster. Je nachdem, was wir wählen, ändern sich unsere Attribute und Fähigkeiten. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal Lestermaul. Und wir wurden Lehrling bei einem, was könnte man gebrauchen, Muskeln haben wir jetzt gerade nicht so wenig. Bei einem Schmied. Ich möchte das mal so ein bisschen ausgeglichen haben. Den Schlüssel für den Weinkenner des Dorfbürgermeisters zu stehlen und das Meiste auszutrinken, bevor du gefunden wurdest, mit bloßen Händen gegen einen wütenden Bullen zu ringen. Wie sieht es denn mit Gewandtheit aus? Na, ich weiß nicht. Wir nehmen mal den hier. Als du 16 Jahre alt warst, hast du dich in das hübsche Mädchen des Dorfes verliebt. Ihr Bruder forderte dich zum Duell. Als du herausgefordert wurdest, hast du dir eine Waffe ausgesucht und es war eine Pistole. Ich nehme mir eine Pistole. Du hast dich entschieden, Sizilien zu verlassen und nach Amerika zu gehen, weil ein Don einen Preis auf deinen Kopf ausgesetzt hat, nachdem du eine Affäre mit seiner Frau hattest, deine gesamte Familie in einer Vendetta ums Leben kam. Nur du und dein Bruder überlebten. Du dich entschieden hast, den amerikanischen Traum im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu leben. Nee, wir machen mal das. Das mit der Frau hört sich halt echt am lustigsten an. Das nehmen wir mal. Schwierigkeitsgrad leicht werde ich nehmen. Amerika. Hier bin ich. Frisch vom Boot mit $5 in der Tasche. Bereit für den amerikanischen Traum. Ich muss hier möglichst schnell Fuß fassen. Im Land der Helden werden die Bösen nicht bestraft. Im Land der Freien ist Freiheit eine teure Ware. Selbst die Freiheit, was zu trinken. Bei Erfolg geht es nie um harte Arbeit oder um das Schicksal, das dir mal eine Pause verschafft, wenn du sie brauchst. Erfolg hat man, wenn man Menschen genau das verschafft, was sie brauchen, wenn sie es brauchen. Alles klar. Wir starten in der Main Avenue. Ich hatte einen Drink in der Hand 5 Minuten, nachdem ich in Atlantic City angekommen war. Die Prohibition hat hier nicht viel verändert. Touristen kommen immer noch in den Weltspielplatz. Für einen Drink und eine Runde Glücksspiel. Ich, Freddy Tanino und Squiggs hatten uns ein Zimmer in der nicht so angesehenen Gegend der Stadt genommen und warfen nun unser Geld zusammen, um ein kleines Alkoholgeschäft zum Laufen zu bringen. Alles klar, keine Polizeipräsenz und unsere Belohnungen sind Teammitglied, Ganggröße und Levelaufstieg. Also ein neues Teammitglied wohl. Gut, starten wir mal. Main Avenue. Gut, ja wie gesagt, das Projekt läuft erstmal als Let's Peek. Für alle, die das Format noch nicht kennen, ein Let's Peek. Da entscheidet sich je nach Resonanz auf das Projekt, ob es weitergeführt oder nicht. Willkommen in Atlantic City, Boss. Werfen wir mal einen Blick auf unser neues Zuhause. Okay, neues Zuhause. Wo denn? Hier denn? Das sichere Versteck. Bewege die Kamera, um das Gebiet zu erforschen. So, bitteschön. Und wie geht's noch? Ich habe eine nette Bleibe für uns gefunden, ganz in der Nähe der Strandpromenade. Dieses hier. Dieses Fenster zeigt wichtige Informationen über das ausgewählte Gebäude. Schließe das Infofenster außerhalb. So. Da wir neu in Atlantic City sind, Boss, sollten wir Informationen sammeln. Mehr über unseren Distrikt in Erfahrung bringen. Wähle den Laden aus, indem du darauf oder über das Symbol klickst. Welches denn? Den hier. Spendabler Kerl. Achso. Ja. Hier können wir jetzt Informationen über unseren Distrikt bzw. über die Karte erlangen. Wir haben 2 Möglichkeiten. Einmal Spendabler Kerl. Da bezahlen wir eben mit dreckigem Geld und einmal können wir eben mit Bier bezahlen. Hier sind wir jetzt für 5 dreckiges Geld. Zeit sich die Hände. Gut gemacht, Boss. Ich erwarte ungeduldig deine Rückkehr. Das Ganze hier mal kaufen gehen. Ich glaube, der rennt hier gleich raus. Da ist er. Der Kleine. Die Wettereffekte sehen gar nicht so schlecht aus, oder?
allgemein so schnell. Also, das Spiel sieht echt ganz nett aus, muss ich sagen, so von der ganzen Optik her. So. Wir sind fertig. Sieht so aus, als hättest du ein paar unabhängige Brauereien entdeckt, Boss. Wir können von denen Bier stehlen. Alles klar. Hier ist eine Plünderung und hier ist auch eine. Wir gehen mal hier zuerst plündern, ist näher dran. Lass mal den mal rüberrennen. Keine Angst vor Drecksarbeit. Es bieten sich gerade so viele Gelegenheiten, das kannst du nicht allein schaffen, Boss. Warum holst du nicht Squigs zu Hilfe? Okay. Ach, ein neues Gangmitglied, Doppelklick und hier ist Squigs, den heuern wir auch gleich mal an. Jo, möchten wir, kriegt von uns ein bisschen Gehalt. Ich hab gehört, du hast ein paar Typen aufgespürt, die illegal Alkohol verkaufen. Lass uns deren Bier klauen. Gut, dann gehen wir hier auch noch plündern mit Squigs. Ich beeile mich, Boss. So, ja, es geht hier in dem Spiel darum, ein Verbrecherunternehmen zu führen im Endeffekt. Also, Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, mach es selbst. Da gibt es dann noch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also man kann dann verschiedene Geschäfte öffnen, man kann, wie gesagt, Sachen plündern, das machen wir gerade. Das ist jetzt mehr oder minder das Tutorial. Jetzt können wir das Bier verkaufen und richtig Geld verdienen. Ich habe gehört, ein gewisser Ire sucht nach guten Angeboten. Du solltest mit ihm reden. Okay, reden wir doch mal mit diesem Iren. Im Moment hast du nicht sonderlich viele Kontakte, Boss. Aber das wird sich bald ändern. In der Zwischenzeit sollten wir vielleicht einen Deal... Ja, das hast du schon gesagt. Hier, Ben O'Connor, der kauft von uns 30 Bier. Daher habe ich über mein Leben nachgedacht. Ich glaube, ich sollte... Der Job läuft, Boss. Du kannst dich ein wenig in unserem Viertel umsehen, während wir auf seine Erledigung warten. Wunderbar. Gut. Das ist unser Jobfenster. Hier haben wir verschiedene... Kriegen wir verschiedene Jobs, entweder können, beziehungsweise Aufträge. Entweder können wir Waren kaufen oder verkaufen. Es gliedert sich in Bier, Schnaps, Geld, Schusswaffen und Spezial. Das weiß ich noch nicht, was es ist. So lange habe ich es noch nicht gespielt. Ich habe jetzt ungefähr eine Stunde das mal angetestet. Und, ja, wenn wir hier zum Beispiel irgendeine Kneipe plündern, dann verschlechtert sich auch die Beziehung. Das bedeutet, dann können wir kein Bier mehr normal kaufen, sondern es eigentlich nur noch plündern. Und diese Brauereien können auch pleite gehen. Das ist auch noch eine Möglichkeit, die passiert. Dann ist die Quelle leider versiegt, wie man so schön sagt. Und ja, Boss, unser Job ist fertig. Der Job ist erledigt und wir haben das Geld. Das sollten wir jetzt nutzen, um in unserem Viertel weitere Geschäftsmöglichkeiten aufzutun. Finde und befrage einen Informanten, um neue Informationen über die Gegend zu erhalten. Das werden wir gleich mal tun. Wo ist der denn? Hier. Können wir auch wieder spendabler Kerl machen, kostet aber 100 dreckiges Geld. Oder wir machen Prost, kostet 10 Bier. Wir machen das jetzt auf jeden Fall mal mit dem Bier. Für den Boss. Weil wir davon noch ein bisschen was haben und Geld. Naja, ich möchte das Geld gerne noch ein bisschen behalten. Flüsterkneipe. Denen können wir übrigens auch Bier verkaufen. 30 Bier für 600 dreckiges Geld, $600. Es gibt auch eine Unterscheidung zwischen sauberem und dreckigem Geld. Also das hier ist dreckig und das hier ist sauber. Dreckiges Geld kriegt man für allerlei, ja, Sachen, die verboten sind, sag ich mal. Also, Boss, ich kann Squigs nirgendwo auftreiben. Ich fürchte, ihm könnte etwas zugestoßen sein. Und das saubere Geld kriegt man für legale Geschäfte. Man hat auch unterschiedliche Verwendungszwecke für die Geldarten. Also ihr habt schon gemerkt, dreckiges Geld kriegt man beispielsweise oder kann man auch bezahlen, wenn man hier irgendwie Bier von denen kauft, weil das illegale Brauereien sind. Sauberes Geld, das braucht man für, wenn wir jetzt uns beispielsweise ein Wohngebäude kaufen wollen. Dann kostet das 1000 sauberes Geld, gibt uns aber auch 80 sauberes Geld an pro Tag wieder. Und wir starten mal die Mission, wo ist Squigs? Das ist so ein bisschen Rundenstrategie. Zeige ich euch gleich, beziehungsweise ihr werdet es ja gleich sehen. Also es ist einmal hier dieses normale Wirtschaftssimulationsgedöns und... Boss. Jemand hat gesehen, wie Squigs von drei Schlägern überfallen wurde. Sie haben ihn in ein Auto gezerrt und... Und das Rundenstrategiezeug. Ich weiß nur noch nicht, wo wir hin müssen. Ich glaube hier. In das Lagerhaus. Die Reklame hier. Was ist denn das? Muzzy Juice. Taste the pleasure. Geil. Super. So, und jetzt? Ist er drin. Ah, okay. Also, Kampf im Gebäude. Großartig. Wir können nur ihn auswählen. Squigs ist ja leider im Gefängnis. Dann starten wir mal.
Dollar, Dollar wird immer benutzt, um Summen an sauberen Geld zu zeigen. Okay. So, also, wir sollen Squigs retten. Das sind die Erklärungen, die kann ich euch aber auch so kurz mitteilen. Wir haben zwei Arten von Punkten, einmal Angriffspunkte und einmal Bewegungspunkte. Die Bewegungspunkte werden benutzt, ist klar, für Bewegungen, also wenn ich jetzt hier langlaufe. Und die Angriffspunkte eben für Schüsse und für Angriffe. Wir haben verschiedene, na, lauf doch. Achso, Runde beenden müssen wir erstmal machen. Wir können uns hinter bestimmten Dingern decken. Hier zum Beispiel können wir in Deckung gehen. Und wir haben jemanden entdeckt, gefunden. Der ist aber leider außer Sicht. Deswegen kommen wir da jetzt nicht hin. Wir können mal gucken, ob wir hier... Ne, so viele Bewegungspunkte haben wir gar nicht mehr. Da können wir auch nicht mehr hin. Wir können es ja mal drehen. Wir können uns hier mal vielleicht hinbegeben. Ah, 75%. Hä? Kann doch nicht sein. Ich habe eine Trefferquote von 75% und ziele einfach viermal daneben. So ein Schwachsinn. Jetzt ist er dran. Achten. 40%. Es ist nichts Persönliches. Super. Den haben wir erledigt. Jetzt können wir unsere Bewegungspunkte noch aufbrauchen. Ne, wir haben gar keine mehr. Wir haben schon geschlossen. Zeit, es anzugehen. Und weiter geht's. Hier in die Ecke. Hier ist übrigens das Ausrufezeichen. Ich weiß schon, dass wir da hin müssen. Weiter. So. Dorthin. Das ist eine ganz nette Abwechslung zu dem Wirtschaftssimulationszeug, was man auf der normalen Oberfläche hat. Dorthin. So, du hast deinen Kumpel Squigs gefunden. Wenn du ihn rettest, wird er sich dir anschließen. Dann machen wir das doch. Zack. Jetzt können wir auch mit Squigs laufen, aber beide haben jeweils eine Runde. Das bedeutet, wenn wir jetzt auf Runde beenden klicken, sehen wir da oben, wer als nächstes dran ist. Und zwar ein Gangster, dann ein Squigs dran, dann ein Gangster, dann wir, bla bla bla. Relativ easy und selbsterklärend. Also, jetzt erstmal der Gangster. Squigs hat auch eine Knarre. Da sind ja die Knallköpfe. Und da hinten steht schon einer. Können wir den schon treffen? 33%. Wenn wir uns jetzt hier in Deckung begeben. Wie schaut's denn dann aus? Außer Sicht. Kann doch gar nichts sein. So ein Scheiß. Da ist erst ein Gangster dran. Da ist noch einer. Aber er verfehlt. Da passen wir hin. So, kriegen wir den? Nee, leider nicht. Müssen wir woanders nochmal hin. Erstmal bleibe ich hier sitzen. Ja, Boss? Squigs ist jetzt dran. Wir haben auch übrigens auch verschiedene, was sind das? Zielen gezählte an, kosten zusätzlich 1 AP und haben eine Trefferchance. Wir haben auch noch andere Fähigkeiten. Also wir können nicht nur normal schießen, sondern auch einen gezielten Schuss machen oder einen Magentreffer. Die kosten aber je nachdem dann natürlich mehr AP. Mal gucken. Können wir den treffen? Außer Sicht trifft 46%, wenn ich den mache. Auch 46%. 56%. Naja, machen wir es mal so. Nein. Fuck, einen Schuss haben wir noch. Ah, Crap. So ein blöder Crap. Nein, hör auf zu schießen. Die kommen auch so nah ran. So, du kannst mit deinen Angriffen zielen. Ja, das wissen wir ja schon. 69%.